Ja, hallo YouTube, hier ist Kraut68 aus der Nähe von Frankfurt. Aber eigentlich müsste ich euch heute ganz anders begrüßen, nämlich so. Ja, warum wird jetzt hier auf einmal Niederländisch gesprochen auf meinem Kanal? Ganz einfach, weil ich im Winterschlussverkauf war, im virtuellen, bei Haddocks Pfeifen. Das ist ein niederländischer Online-Pfeifenhändler mit einem riesigen Angebot. Und da habe ich fünf Pfeifen geschossen. Alle zusammen haben jede Pfeife 67,20 € gekostet. Also die günstigste war die Bütz Chocin, die ich euch gleich zeige. Die hat paar 50 gekostet und die teuerste, das war eine Nerup, also Zweit, Pfeife von Peter Jeppesen. Handmade in Denmark für knapp 80 Euro. Ja, fangen wir vorne an. Die Bütz Chocin, das ist dieses schöne Teil hier. Das ist eine Tropic. Ich guck mal, was der Computer damit macht. Eine Kamera, sieht man hier diesen wunderschönen Holzring, Zebrano-Ring, der da eingebaut ist als Zierring. Ist eine tolle Pfeife. Unheimlich gut im Mund. Die hatte allerdings, gibt da meistens einen Grund, warum sind Pfeifen so günstig. Die hat zwei Probleme. Nicht hatte, sondern die hat, also eins hat sie noch, nämlich wenn man über die Pfeife hinweg guckt, sieht man, dass das Mundstück nicht ganz gerade ist. Das fällt so in eine Richtung ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Und das andere Problem war, als ich die Pfeife also aufgemacht habe, habe ich gesehen, dass die mit der Einrauchpaste das Zugloch verkleistert hatten. Und da musste ich dann hier mit dem 4 mm Bohrer ran. Aber war keine große Affäre. Einmal vorsichtig aufgebohrt und jetzt zieht die Pfeife wunderbar. Ein schönes Stück, wie ich finde. Die zweite Pfeife, die ich erworben habe, auch für etwas über 50 Euro, das ist eine Lorenzo. Das ist diese hier. Das ist eine Lorenzo Optima, glaube ich. Oder Ottima, jetzt muss ich mal gucken. Also erstmal hier steht Lorenzo und hier steht, dass es eine Ultima, Entschuldigung, eine Lorenzo Ultima ist. Die hat hier oben so eine nachgemachte, mal gucken, ob er das kriegt. Ob er das scharf zieht, ich weiß es nicht. Muss man wahrscheinlich von Hand. Jetzt macht das. Ne? Die hat hier so eine nachgemachte Naturborke. Aber das war nicht der Grund, weswegen ich die gekauft habe, sondern der Grund, weswegen ich die gekauft habe, war, dass die eine, sie, ich finde, sehr schöne Zeichnung hat, was man auf dieser Seite erkennen kann. Ja, das ist eine Standpfeife, hat ein Mords Füllvolumen. Da verschwindet der halbe Zeigefinger drin. Und der ist nicht klein bei mir. Ja, tolle Pfeife. Relativ leicht dafür, dass die so groß ist. Mal gucken, wie sie sich raucht. Großes Füllvolumen, viel Holz verbaut. Das ist bei dieser Pfeife hier. Das ist eine Molina Nautic. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Jetzt muss ich es richtig rumdrehen, dann müsst ihr auch alle keinen Kopfstand machen. Genau, das sieht man hier. Ne? Hier sieht man auch das Grain der Pfeife. Cross-Grain. Und diese Italienerin auf der Seite hat sie schöne Augen nur am Holm. Aber auf der anderen Seite, da macht sie uns auch am Kopf schöne Augen. Eine wunderschöne Pfeife. Was ist hier das Problem? Das konnte man auf dem Computerbild auch nicht sehen. Das Mundstück ist nicht ganz gerade. Ich weiß nicht, wie man das zeigt, ob man das erkennen kann. Sitzt leicht schief, leicht schief. Aber dafür, dass sie 25 Euro billiger war als bei dem deutschen Händler, wo ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, damit kannst du leben. Ja, ist gut gebohrt. Ein riesen Füllvolumen, ne? Also hier verschwindet der Finger völlig drin. Wahrscheinlich eher was für Aromaten. Ne? Dann habe ich da gesehen bei Haddocks in den Niederlanden
diese Pfeife hier. Das ist eine Stanwell Featherweight. Ist relativ dünnwandig. Ich gucke mal, ob der. Nee. Jetzt kriegt er die Krise. Das muss ich dann wahrscheinlich wieder von Hand machen. Entschuldigung. Hoffentlich wird euch jetzt nicht schlecht. Ja, jetzt kann man es erkennen. Ne? Die ist relativ dünnwandig. Aber, und das ist der Hammer, die hat eine Maserung um den Kopf rum, die sich wirklich sehen lassen kann. Ne? Das ist wirklich fast ein Straight Grain. Ja? Und das für unter 80 Euro. Also ich würde sagen, Rally Grufti, dein Stanwell Blues findet vielleicht sein Ende in dieser Pfeife. Wunderbar, denn die ist natürlich nicht in Dänemark gemacht, sondern wahrscheinlich in Italien. Eine Pfeife, die in Dänemark gemacht wurde, wie wir an der Stempelung erkennen können. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, sehen wir hier. Das ist eine Nerup Handmade in Dänemark. Das ist eine wunderschöne Pfeife. Ich guck mal, ob ich das scharf krieg. Ja, kann man hier sehen, ne? Eine wunderschöne Pfeife. Tolle Maserung. Tolles Grain. Ja. Ne, hier auf dem Holm und auf der Unterseite. Ja, jetzt dreht er wieder weg, der Blödmann. Jetzt kann man es vielleicht sehen. Ja, jetzt sieht man es. Ne? Tolle Pfeife. Und liegt super im Mund. Kann man also auch ohne Hand rauchen. Ist ganz leicht. Und der Holm ist unheimlich dünn. Und trotzdem ist es eine 9 mm Pfeife. Also Danish Handmade. Das ist einfach klasse. 80 Euro. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, Haddocks Pfeifen. Ich habe hier nochmal den Sack. Haddocks Pfeifen. Echter Geheimtipp, wie ich finde. Der Winterschlussverkauf läuft bei denen noch. Die haben aber auch regulär, wie ich finde, schöne Pfeifen. Großes Angebot zum Beispiel an Big Ben Pfeifen. Aber auch Faun gibt es da für relativ wenig Geld. Wie gesagt, montags bestellt, mittwochs geliefert. Dank Schengen-Raum muss man ja auch keine Angst vorm Zoll haben. Das läuft alles so durch. Es lebe die EU. Und der gute Haddocks hat noch mitgeliefert hier 50 Pfeifenreiniger, Feuerzeug in Tschechien und 10 Pfeifenreiniger als Dreingabe. Also ist, glaube ich, echt mal wert, da auf die Seite zu gucken. Den Link lege ich euch hier unten in die Box. Dann könnt ihr ja mal stöbern nach Ostereiern für die Pfeifenraucher. Ja, das war's von mir, von Kraut68. Bleibt gesund, lasst die Pfeifen nicht ausgehen. Und wie sagt der Niederländer nochmal?